Was ist los, Morphe? Oh, Morphe hat Geräusche. Schau, Morphe, ein Geschenk von Santa. Geschenk! Was könnte es sein? Geschenk weg! Morphe, schau! Es sind die Kleber... Nein, die Räderbanditen! Wir sind nicht mehr die Kleber oder Räderbanditen. Es ist Weihnachten. Und wir sind die... Weihnachtsgeschenkbanditen! Flugzeug, damit wir hinterher fliegen können. Ich kann es kaum erwarten, die Weihnachtsgeschenke von allen Leuten dieses Jahr zu öffnen. Ja! Oh nein, Stein, sie kommen immer näher. Ich weiß, wie wir sie wieder loswerden. Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Oh nein, flieg hinterher, Morphe. Wow! Hallo, Mila und Morphe. Santa, du hast das Geschenk gerettet. Ja, aber die Weihnachtsgeschenkbanditen haben noch die Geschenke der ganzen Stadt. Und ich weiß nicht, wo sie sie verstecken. In wenigen Stunden ist es Weihnachten. All die Kinder der Stadt werden ganz schwer enttäuscht sein, wenn sie aufwachen und es keine Weihnachtsgeschenke gibt. Ich hab eine Idee. Da sind sie. Da ist noch ein Geschenk. Das dürfte das letzte sein. Folgen wir ihnen. Aber wir müssen sehr leise sein. Sieh dir all die Geschenke an! Lass sie sofort öffnen! Ha, ha, halt, ihr Weihnachtsgeschenkbanditen! Oh nein, da ist Santa! Bringen wir die Geschenke zurück! Los geht's, Morphe! Vielen lieben Dank, Mila und Morphe. Mit eurer Hilfe
haben wir allen ihre Weihnachtsgeschenke zurückgebracht. Oh, bevor ich es vergesse. Danke, Santa. Frohe Weihnachten. Hä? Frohe Weihnachten, Jungs. Yeah. Frohe Weihnachten. Zaubertiergeschäft? Bekomme ich etwa ein Zaubertier, Papa? Ich verrate nichts, Mila. Was Santa macht, ist ein Geheimnis. Sieh doch mal, ob dein Geschenk ein Zaubertier ist. Wow! Also, was ist es? Es ist gar nichts. Bist du sicher? Ja, da ist nichts. Sieh doch noch mal nach. Wow, wow, wow! Das Geschenk ist ein Zaubertier. Es heißt Morphel und ich zeig dir warum. Hi, Morphel. Morphel morph in eine Katze. Wow! Ich hab eine Katze. Morphel morph in ein Pferd. Yay! Ich hab ein Pferd. Morphel. Morph in einen Dinosaurier! Das ist das beste Geschenk aller Zeiten! Du bist das beste Geschenk der Welt, Morphe! Du kannst dich in alles verwandeln! Morph in einen Fernseher! Yay! Langweilig! Du magst kein Fernseher sein, Morphe? Ja, Morphe findet langweilig. Morphe! Morph zu dir selbst! Morphe? Ah, das bist also du! Also, was willst du machen, Morphe? Okay, ich zeig dir lustige Weihnachtsspiele. Und dann sagst du mir, was dir am besten gefällt. Wir können Santa ein Bild malen. Oder wir können einen Baum schmücken. Du kannst einen Schneemann bauen. Morphe, morph in einen Bagger. Jetzt bau hier einen Schneemann. Du bist ganz viele Weihnachtsgeschenke in einem. Und weißt du, was mein liebstes Geschenk ist? Bagger? Nein. Fernseher? Nein. Katze? Nein, Morphe. Das beste Geschenk ist, einen neuen Freund zu haben. Mila, Morphe, Freund. Mila, Morphe, Freund. Lass uns wieder Schneebälle werfen.
Muffel, großer Schneemann, Muffel, großer Schneemann. Oh oh. Oh nein. Oh. Wow, was war das? Santa. Hi, Mila. Schneeball getroffen hat. Wir haben nur gespielt. Ja, und es macht viel Spaß, im Schnee zu spielen. Aber schau, mein Schlitten ist kaputt. Jetzt kann ich anderen Kindern gar keine Geschenke bringen. Santa, du hast mir mein Zaubertier Morphe als Weihnachtsgeschenk mitgebracht. Schon vergessen, er kann in einen Schlitten morphen. Das scheint eine gute Idee zu sein, Mila. Morphle, morph in einen Schlitten, bitte. Aber Morphle, du bist ein Zaubertier. Du sollst in all das morphen, was wir wollen. Morphle, Milas Zaubertier. Ah ja, das stimmt. Mila, würdest du Morphle bitten, in einen Schlitten zu morphen? Morphle, morph in einen neuen Schlitten für Santa. Und jetzt gib dem Schlitten Flügel. Und nun gib ihm Triebwerke. Und werde größer, damit die Rentiere auch im Schlitten sitzen können. Okay, Morphle, los geht's! Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten! Das ist sie, die tollste Achterbahn auf der Welt. Sie hat Loopings, super Kurven und sie ist richtig hoch. Das einzige Problem ist... Du musst so groß sein, um mitzufahren. Ich kenne da vielleicht einen bestimmten Professor, der da helfen könnte. Das wird dich in einen Erwachsenen verwandeln. Aber willst du das auch wirklich machen, Mila? Auf jeden Fall. Na gut, los geht's. Mila ist so groß. Mila, bist du das? Oh nein, ich bin Milas Tante. Wow, ihr seht euch so ähnlich. Also, du bist groß genug. Viel Spaß. Erwachsen bin, kann ich tun, was ich will. Erwachsen? Komm mit, Morphle. Wer will auf dem Delfin reiten? Ich will. Tut mir leid, Miss, aber Sie sind viel zu groß, um auf dem Delfin zu reiten. Aber Sie dürfen hier nicht rein. Ich bin Milas Tante. Ah, ich habe von Ihnen gehört. Sehr erfreut. Aber Mila ist nicht hier. Und ich muss zurück zum Unterricht. Wiedersehen. Erwachsensein wird langsam langweilig. Das ist ein Kinderspielplatz, Miss. Ich muss Ihnen eine Strafe geben. Tut mir leid, aber ich kann das nicht bezahlen. Ich habe kein Geld. Dann schlage ich vor, dass Sie sich einen Job suchen.
Es reicht. Ich will nicht mehr erwachsen sein. Bist du sicher, dass du wieder ein Kind sein willst? Ich war mir noch nie so sicher. Mila, hast du schon gehört? Was denn? Sie bauen noch eine Achterbahn. Diesmal wird sie noch größer. Das ist schön. Willst du nicht wieder erwachsen werden, um drauf zu fahren? Auf keinen Fall. Erwachsensein war nicht so lustig, wie ich dachte. Ich werde es genießen, ein Kind zu sein, solange ich kann. Tick, du bist dran. Komm zurück. Habt ihr es, Leute? Wie bestellt, ganz, ganz viele Roboter. Perfekt. Ich bin so froh, dass ihr die letzten mochtet. Aber wofür braucht ihr sie, wenn ich fragen darf? Schon gut, Professor. Und bitte, bau einfach mehr für uns. Mila, ich will mein Spielzeugauto zurück. Spielzeugauto? Ich hab dein Spielzeugauto nicht, Roy. Ja, das hast du. Ich hab gesehen, wie du es genommen hast. Wenn du es nicht zurückgibst, sag ich es deinem Papa. Mila hat kein Spielzeugauto. Na gut, wie du willst. Troy, warte! Da bist du ja, Mila. Ich war auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting, als du mich mit viel Schlamm beschmissen hast. Aber das würde ich niemals tun. Ich muss nach Hause gehen und mich umziehen, aber ich bin noch nicht fertig mit dir, junge Dame. Das ist verrückt, Morphel. Wir müssen rausfinden, was hier los ist. Verwandel dich in einen Hubschrauber. Morphel, guck mal. Mila macht Chaos. Morphel, das bin nicht ich. Ich bin doch hier. Oh. Es muss ein Roboter sein. Los hinterher, Morphel. Verwandle einen Magneten. Lass uns ihn ins Gefängnis bringen. Beamter Freeze wird wissen, was zu tun ist. Beamter Freeze, wir haben den Roboter gefangen, der Unsinn gemacht hat. Du meinst, wie der hier? Hä? Was? Wie viele gibt es davon? Professor, wir brauchen mehr Roboter. Ich arbeite so schnell ich kann. Ich bin sicher, die Roboter sind hier lang gelaufen. Da, viele Milas. Los, geh uns ein Eis kaufen. Morphel. Ich habe eine Idee. Mir nach. Schau, da ist Morphel. Morphel. Schnappt ihn! Wo willst du hin, kleiner Roboter?
Passt so. Alle Roboter, fangt die Banditen. Nein, nein, ah, nein. Natürlich steckt ihr dahinter. Es ist echt eng hier drin, Stein. Rück mal, Roboter. Nein, 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 Morphel, Morphel, Eiscreme, fang die Eiscreme, Morphel. Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Oh nein, Papas Geschenk. Morphe, Morphe in ein Motorrad, damit wir es holen können. Jetzt sammeln wir frisches Eis. Wir haben es! Eiscreme! Nein, Gümmerchen! Papas Geschenk! Eine Elster! Morphe, Morphe in ein Flugzeug! Dann verfolgen wir sie! Ruiniert? Überhaupt nicht. Bei einem deiner Abenteuer dabei sein zu dürfen, war das beste Geschenk, das ich mir hätte wünschen können. Mit meiner neuesten Erfindung kehre ich die Schwerkraft aller Objekte um, die ich seppe. Seppe mich, Professor Rashid. Mit diesem Spiegel kann ich mich selbst zappen. Oh, rümpelnde Reagenzgläser. Ich hab den Zappern nicht gesappt. Das ist unsere Chance. Oh nein! Ab sofort werden wir
die Schwerkraftbanditen sein. Marvel, los, ihnen nach. Wir müssen die Frau retten, Marvel. Wir müssen die Banditen jagen, Marvel. Hey, nicht in meiner Stadt. Oh nein, Morphe in ein Flugzeug. Schau, sie sind beim Zaubertiergeschäft. Mit diesem Zapper können wir alle Zaubertiere klauen. Ich sehe heute mächtig gut aus. Meinst du nicht, Herr Spiegel? Tja, allerdings. Her mit allen Zaubertieren. Nein. Hm? Nein. Der ist für uns. Morphe, heute ist der letzte Tag, bevor das neue Jahr beginnt. Feuerwerk! Wow! Wir haben dieses Jahr viele neue Freunde gewonnen, Morphe. Morphe in ein fliegendes Haus, damit wir alle neuen Freunde aus diesem Jahr einsammeln können. Wohin fliegen wir? Zuerst fliegen wir zu Phoebe. Hi, Mila und Morphe. Hi, Phoebe. Morphe und ich sammeln alle neuen Freunde aus diesem Jahr ein, um Silvester zu feiern. Möchtest du mitkommen? Das ist eine tolle Idee. Natürlich komme ich mit. Unser nächster Freund wohnt auch in den Bergen. Bergriese! Hi, Bergriese! Wir sammeln all unsere Freunde für unsere Silvesterfeier ein. Möchtest du auch mitkommen? Los geht's, Morphe! Zuhause wäre hier. Zauberdinosaurier, juhu! Wollt ihr auch mit uns mitkommen? Oh nein, die Zauberdinosaurier passen niemals rein. Morphe in ein größeres Haus. Nächster Halt ist... Da ist sie! Shelly, die Nixe! Holen mehr Freunde! Hi, Herr Bürgermeister!
Bürgermeister. Stimmt etwas nicht? Hi, Mila. Als wir zur Silvesterfeier herkamen, waren alle Feuerwerkskörper verschwunden. Oh nein! Ich glaube, da kann ich euch helfen. Morphe! Morphe in ein Flugzeug!